Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich fahre ich wieder nach hinten und erinnere zu einem neuen Part, neuen Dwarf News für den Monat November, Dezember in Klammern. Ja, Dezember News gibt's nichts wirklich, weil Adventskalender und Ende des Jahres und so weiter und so fort, da kommt dann nicht noch ein Dwarf News dazwischen. War auch im letzten Jahr schon so, dass ich dann folglich heute das letzte Dwarf News des Jahres. Kommen wir zum ersten Thema des letzten Dwarf News des Jahres. Wie ich schon in einigen Videos erwähnt habe, aufmerksame Zuschauer und treue Abonnenten werden es mitbekommen haben. Ich bin generell in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann oft beruflich verreist. Das heißt, es kann es öfteren mal geschehen, dass es wegen diesen beruflichen Reisen zu Ausfällen oder Verschiebungen kommt. Dass halt am Wochenende nur ein Video kommt, statt zwei Videos, wie eigentlich gewollt, oder dass halt auf meinem Kanal halt irgendwie Knappheiten vorkommen und manchmal auch keine Videos kommen. Zum Beispiel gestern, wenn ihr dieses Video seht, kam kein Video, weil ich es einfach nicht geschafft habe, es vorzuproduzieren. Ich entschuldige mich im Nachhinein nochmal dafür. Ja. Das kommt vor in meinem freiwilligen sozialen Jahr, kurz FSJ, bin ich, da ich in einer Zweigstelle bin, also ich bin nicht in einer Zweigstelle, wir haben eine Zweigstelle, das Unternehmen, für das ich arbeite, hat eine Zweigstelle außerhalb und nun ja, da kann es dann mal sein, dass wir dann reisen, dass es dann halt auch Sachen gibt, die in der Zweigstelle anfallen und dann muss der FSJ auch in der Zweigstelle mal agieren und ja, da bin ich dann dort eingesetzt und dort bin ich halt dann nicht zu Hause. Oh Mann, da bin ich stehen geblieben, so ein Mist. Man kann halt nicht reden und gleichzeitig gut fahren, weil es geht nicht so wirklich. Ja, da fällt es dann auch, da entfällt es dann manchmal auch ein Video oder hoffentlich nicht mehrere, sofern ich es schaffe, gut sofort zu produzieren. Das sind dann meistens 2 bis 3 Tage, öfters über Wochenenden, wo ich dann dort eingesetzt werde. Dafür kriege ich dann immer freie Tage, wenn ich am Wochenende eingesetzt werde, darf ich dann Montag und Dienstag zum Beispiel oder irgendwann zwischendurch mal Tage frei nehmen, mir hinten an die Urlaubstage hinten noch was dranhängen, an die Pflichturlaubstage, an die Ferien sozusagen was dran packen, einen Urlaubstag mehr machen als die anderen, ja, oder da vorne dran, dass ich dann früher Urlaub mache, der nicht von meinem Urlaub gezählt werden wird. Übertage nennt sich das. Ja, nächster Punkt, vielleicht auf der nächsten Route. Ja, die ist jetzt vorbei. Der nächste Punkt hängt damit ein bisschen zusammen, hat auch was Berufliches zu tun. Seminarwochen, die habt ihr schon erfahren, die gibt es bei mir im FSJ auch. Wer die letzten Dwarf News gesehen hat, der hat es auch dort schon gehört. 5-mal im Jahr darf, kann, muss, soll ich auf eine Seminarwoche gehen und dort in einem Seminar teilnehmen, ja, kann man so sagen. Das erste Seminar habe ich schon überstanden, da bin ich heile daraus zurückgekommen. Das nächste Seminar steht aber leider an und das, was heißt leider, ja, vielleicht auch zum Glück. Für euch vielleicht leider, dazu komme ich gleich. Die nächste Seminarwoche, ich fahre schon wieder gegen die Wand, ja, sehr schön, weil ich kurz auf mein Handy geguckt habe. Und was dort steht, da habe ich mir was aufgeschrieben zu der Seminarwoche.
Die geht vom 27.11. bis zum 1.12. Vom 27. November bis zum 1. Dezember. So, und da werde ich dann nicht in zu Hause sein. Nicht in zu Hause, ja. Präzise Ortsbeschreibung. Und werde deshalb auch keine Videos aufnehmen können. Ja. Letztes Mal habe ich es sehr gut geschafft, Videos vorzuproduzieren für die Seminarwoche. Da kam dann jeden Tag. Und Grammatik ist auch nicht mehr die beste. Grammatik ist nicht mehr das Beste. Das Grammatik, die ist gut. Ja, und bloß diesmal, ich bin auch gleichzeitig in den Vorproduktionen für den Adventskalender 2017. Das habe ich auch schon in den letzten Videos mal öfters erwähnt. Wer aufmerksam meinen Kanal verfolgt hat, auch das gehört. Ja, folglich werden in dieser Woche keine Videos kommen. Ja, es tut mir leid. Sorry, ihr könnt mich hauen und schlagen, aber ihr könnt mich treten, ihr könnt mich beißen, ihr könnt mich vernichtend schlagen, aber ich kann das nicht ändern. Ich schaffe es bis dahin nicht mehr für eine ganze Woche vorzuproduzieren. Wenn ihr Glück habt, kommt zwischendurch mal ein Video. Aber ja, ihr dürft euch mal den Freiraum gönnen. Ihr habt sozusagen dann eine Woche frei von meinen Videos. Manche werden das gut finden. Die das gut finden, die gucken hoffentlich nicht meine Videos. Ja. Brauche ich nichts dazu zu sagen. Ja, wie gesagt, die in der Seminarwoche, das Datum habe ich eben gerade gesagt, entfallen fast alle Videos. Eventuell schaffe ich es, ein Video vorzuproduzieren, maximal zwei. Mal gucken. Geht halt bis zum 1. Dezember und am 1. Dezember kommt dann auch schon das erste Video von meinem Adventskalender. Am 31. November kommt dann schon das erste Video von meinem Adventskalender. Da gibt es dann so ein kleines Einweihungsvideo. Da sage ich dann was zum Adventskalender und begrüße euch ganz herzlich zu dieser Aktion. Ich bin sogar Zweiter geworden. Nice! Ja. Also, mal sehen. Lasst euch überraschen. Ja, habe schon ein bisschen angeschnitten. Adventskalender ist aktiv am Laufen, die Vorproduktion. Ich plane schon ordentlich und produziere schon ordentlich vor. Videos gibt es hier am laufenden Band hier vor meiner Kamera. Ich habe schon mal gesagt in einem Mario Maker Part. Ich wiederhole quasi jetzt den Mario Maker Part jetzt nochmal in den Dwarf News. Ich nehme teilweise am Tag 3 Videos auf, um das halt wirklich zu schaffen, um halt täglich was zu haben, um halt euch irgendwie was zu zeigen noch im November und dann doch irgendwie für den Dezember was vorzuproduzieren. Ja, deshalb kann es auch dementsprechend zu Ausfällen kommen. Also verzeiht es mir, wenn dann halt auch im November es ein bisschen kürzer kommt an Videos. Dafür habt ihr im Dezember dann einen wunderschönen Adventskalender mit vielen neuen Projekten, vielen neuen Specials, die ihr so bei mir noch nicht gesehen habt. Wird ein fantastischer, wunderbarer Adventskalender. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich auch schon drauf. Ja. Das zu dem Adventskalender. Was ein Adventskalender ist, muss ich hoffentlich nicht sagen. 24 Türchen, 24 Videos. Gab es letztes Jahr auch schon von mir. Dieses Jahr wieder. 24 Videos. Jeden Tag im Dezember 1 bis zum Heiligen Abend und dann ja, ist Weihnachten. Ein Weihnachtsspecial gibt es vielleicht auch, mal schauen. Das ist noch die ferne Zukunft. Schaut dann mal auf meinem Kanal vorbei. Noch zu der Seminarwoche muss ich noch was anhängen. Da gibt es dann auf Twitter ganz viele Neuigkeiten von mir. Ich schreibe ordentlich auf Twitter, ich tweete, was geschieht und ja, wenn was ansteht, erfahrt ihr es dort als erstes. Also folgt mir auf Twitter, um informiert zu sein, würde ich sagen. Also wenn in dieser Woche schon keine Videos kommen, dann
Tweets von mir. Also, ja, in dieser Form werdet ihr auch auf dem Stand gehalten, auf dem neuesten Stand. Jo, zu den aktuellen Projekten, Let's Plays. Dementium wird wieder fortgeführt, das Horror-Let's Play auf meinem Kanal, das aktuelle Dementium Remastered für den 3DS. Das wird jetzt unregelmäßig weitergeführt, da kommen jetzt ab und an wieder Parts für. Ich habe es geschafft, Manfred zu besiegen. Weiter wird nicht ausgeführt. Für alle, die das Let's Play gucken, die wissen, was ich meine. Und ich fall schon wieder runter. Pokémon Weiß dagegen, das wird leider auf unbestimmte Zeit eingefroren, da ja ich an einer Stelle nicht weiterkomme und zu schwach für die Top 4 bin. Ja, deshalb der nächste Part. Offenes Datum. Ich weiß nicht, wann es kommen wird. Irgendwann wird auch dieses Let's Play fortgeführt, aber vorerst ist auch Pokémon Weiß jetzt pausiert offiziell. Erstmal die nächsten Monate. Also dieses Jahr keine Parts mehr von Pokémon Weiß. Dafür kommt aber Pokémon Ultramond. Und Pokémon Ultrasonne. Darf man natürlich nicht verschweigen. Auf den Markt. Und ab dem 17. Dezember, ab dem 17. November schon, werde ich dieses Projekt Let's Playen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch sehr darauf. Ich werde in Pokémon Ultramond. Ich werde Pokémon Ultramond Let's Playen. Für die, die es noch nicht wissen. Ich habe Pokémon Sonne Let's Plays. Und jetzt werde ich Pokémon Ultramond Let's Playen. Als Nachfolger sozusagen. Ich werde keinen Nuzlocke machen. Das war mir in Pokémon Sonne ein bisschen zuwider. Das habe ich mir am Anfang als Ziel gesetzt. Aber habe es dann nicht wirklich geschafft. Und habe ich mir dann vorgenommen, nein, beim nächsten Projekt nicht mehr. Pokémon Weiß hatte schon keinen Nuzlocke mehr und Pokémon Ultra Mond wird es auch keins haben. Ich bin Erster, nice. Hoffentlich kann ich das noch halten. Nein, da war es schon darum geschehen. Also, ja. Es wird Pokémon Ultra Mond geben, aber ich will mich da aufs Spiel konzentrieren, auf die Sache an sich, auf die Neuerungen mit dir und halt auch das Spiel genießen und nicht die Regeln beachten müssen. Und dann halt, weil ich es nicht kann, missachten müssen. Ja. Uha, da ist mein Handy gerade ausgegangen. Ich habe die Liste nicht mehr vor Augen. Ich muss ein bisschen schauen, was ich noch hatte. Ich hatte noch 2 Punkte auf der Liste. Luigi's Mansion 2 kommt jetzt als laufendes Projekt seit Halloween. Es gab es als Halloween-Special den ersten Part. Ich bin Regenbogen, der Regenbogen ist Regenbogen. Wir sind alle Regenbogen. Rainbow! Ja, nice. Ein bisschen zum Spiel geschehen. Hier hast du rote Panzer. Zack, zack, zack. Runtergeschubst. Ja, das ist hier ganz blöd. Hier kann man runtergeschubst werden. Der Regenbogen Boulevard. Luigi's Mansion 2. Ja, davon gibt es jetzt Parts. Da kommt auch schon Luigi vorbei. Wie gerufen kommt er. Und wird hochgebombt. Luigi's eigene Let's Play. Oh, da werden mir 2 Dinger geklaut von einem Geist. Auch Geister spielen da eine Rolle. Ja, passt gerade sehr gut zum Thema. Luigi's Mansion. Für euch bereit. Auf meinem Kanal. Kommt jetzt regelmäßig, unregelmäßig, also öfters kommen Parts von mir und 2 Dinger gegen die Wand gefeuert, 2 rote Panzer. Was soll es? Ja, das erwartet euch in nächster Zeit auch als Let's Play Projekt. Und außerhalb von YouTube auch ein Thema, was ich auf meiner Liste hatte. Das ist Vidme, das neue Portal, das sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit YouTube leisten will. Will. Nicht tut. YouTube hat immer noch eine große Monopolstellung, aber Vidme ist auch um einiges bekannter geworden in letzter Zeit. Dort lade ich schon seit einigen Wochen
Vielleicht schon seit einem Monat, könnte sein. Da bin ich selbst runtergefallen. Auf YouTube lade ich schon seit einigen Wochen Videos hoch. Ich mache dort Re-Uploads von YouTube-Projekten. Ich will es nur nochmal erwähnt haben. Ich habe es in letzter Zeit sehr oft erwähnt. Und in letzter Zeit eher weniger, aber ich habe schon öfters auf meinem Kanal erwähnt, dass ich Vidme mache. Einen Link findet ihr auch zu meinem Vidme-Kanal in der Kanalbeschreibung. Dazu einfach ganz nach hinten scrollen in meinem Kanal auf der Skala dort. Da kommen dann Videos, Playlists, die Diskussion und die Kanalinfos. In den Kanalinfos dann nach ganz unten scrollen, dann habt ihr die Links und darunter gibt es einen Vidme-Link. Dort könnt ihr dann auf meinen Vidme-Kanal kommen. Und dort gibt es in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten die Uploads von meinen YouTube-Videos. Ja, wer da mal vorbeischauen will, kann das gerne tun. Es dauert ein bisschen, bis da alles hochgeladen ist, aber ja, da werden jetzt ein oder andere Projekte nacheinander kommen. Aktuell lade ich dort Miitopia hoch, die als Re-Upload, die Parts, wenn die alle hochgeladen sind, alle 55 Parts von Miitopia. Dann folgt als nächstes Resident Evil Revelations. Ich auf dem 8. Platz mit meinem Kugel Billy hier, ist klar. Nintendo sollte auch noch irgendwann mal kommen, ich weiß nicht an welcher Stelle. Ich habe mir da eine Liste in meinem Handy gemacht, das leider jetzt ausgegangen ist. Die hätte ich euch gerne vorgelesen, aber die habe ich leider nicht ganz im Kopf. Jedenfalls, ja, da kommen so einige Projekte. Mario, sag nichts Falsches, Party. Island Tours kommt dann auch dort. Vielleicht mit dem blockierten Part, wenn ich das irgendwie schaffe. YouTube hat ja den finalen Fazit-Part dann von Mario Island Tours gesperrt. Da bin ich immer noch sehr böse auf YouTube. Das haben sie einfach weltweit gesperrt. Ihr habt nie ein Fazit und nie ein Endpart von Mario Party Island Tours gesehen. Vielleicht schaffe ich das irgendwie auf Vidme hochzuladen. Irgendwie. Mal schauen, wie ich das mache. Also Vidme hat auch ein paar Pluspunkte gegenüber YouTube. Sachen, die auf YouTube gesperrt sind. Vidme ist da sehr freundlich. Also, wenn ihr in Zukunft auch so mal ein paar Videos auf meinem Kanal seht, die nicht sichtbar sind, gesperrt sind, Vidme. Die Weiterleitung. Ja, das war's mit den Dwarf News für den November. Ich verabschiede mich hiermit von den Dwarf News. Das war das letzte im Jahr 2017. Im Jahr 2017. Ich hoffe, euch haben die Dwarf News gefallen für dieses Jahr. Weiter geht's mit den Dwarf News im Februar. Quatsch, vielleicht sogar schon im Januar. Ja, im Januar. Wahrscheinlich schon im Januar. Euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und haut drinnen. Bis zum nächsten Video mit dem Zwergenfürst. Gehabt euch wohl, habe ich das schon gesagt, bestimmt, aber egal. Ciao, ciao.